That's part of a cook and good for the rest of our lives. Da ist er, der Speidel-Braumeister, ja genau. Hier, paar Kartons gab's, ne? Bier ich erstmal rein, geht schon besser ran. Ja, der Trend geht zur Zweitbrauanlage hier. Mal ein anderes Gerät mal testen. Hier ist schon mal die Haube. Kann man hier Festival Johnny aufsetzen? Oder hier, was haben wir hier? Ja, hier so ein Schwimmer, eine Kelle. Ja, ein Fass, ne? Ja, da kann man was reinfüllen, das gute Bier. Jetzt sägen wir hier nochmal auf. Skull! Santé! Und natürlich hier Prost hier irgendwo, ne? Da oben, das kennt man, ne? So, packen wir mal das Ungetüm aus hier. Da ist es, das hier fährt hier. So, ein Topf des Glücks, würde ich sagen. So, ja, stellen wir ihn hier erstmal auf. Heute kommen da nicht meine Füße drauf, sondern der Braumeister. Hier sind noch ein paar Zutaten drin versteckt hier. Also mal ein bisschen Anleitung lesen, mal gucken, wo die alle so dran gehören. Ja, so sieht das hier irgendwie von innen aus. Nehmen wir mal alles raus. Gucken wir uns das mal an. Da kommen ein paar Schrauben rein. Dann hat man so einen Henkel da oben drauf. Vorne so ein Zapfhahn da. Der muss sein. Sonst läuft euch die Suppe halt vorher schon raus. Das will man ja nicht, ne? So, hier. Kabelbinder ab. Steckdose mal rein. Display an hier. Weizen ausgewählt. 23 Liter Wasser da reinballern. So, stand auf dem Display. Halten wir uns mal dran. Da kann noch ein Schuss rein. So. Hier, das ist das Pinnchen hier. Zack, weiter. Pumpe wird entlüftet. Da geht's weiter hier. Malz einfüllen. Hier habe ich drei verschiedene Sorten hier. Vier verschiedene Sorten. Weizenmalz, Münchner Malz, Wiener Malz, Kara Hell. Ja, genaue Angaben in der Infobox, Freunde. Dann wird das gemahlen hier in der Mühle. Und dann kommt hier so ein Trichter jetzt da drauf. Dann schüttet man das ganze Zeug da jetzt so rein. Man lädt quasi die Kanone. So, und jetzt geht die Fahrt los. Ein bisschen umrühren. Das bringt Freude und Laune. So, jetzt hier dieses Sieb da oben drauf. Ja, dann diesen Pin da, Schraube rein. Und zack, ab die Post. Und dann kommt das da oben rüber da, ne? Das Zeug. Und dann ist es gesiebt schon gleich. Wie putzig. Einmeischen nennt man diesen Vorgang. Deckel nochmal zu und ungefähr nach 2 Stunden später hier, ne? Ja, Explosion hier, da steht es auch schon. Kann geläutert werden. Ja, muss erstmal hier aufmachen. Malzrohr entfernen. Leutromat 3000. Kann man jetzt so reinschieben hier, dann kann man so abstellen. Und dann kann man immer ein bisschen höher ziehen. Da unten sind auch nochmal ein paar Pinne dran. Abtropfen. Da gießt man noch ein bisschen was nach hier. Der Nachguss, ne? Da haben wir auch alles rausholen aus dem Korn, ne? Ah, ja, so macht's Spaß. Jetzt kann man den hier Gitter entfernen. Das nimmt man da auch noch raus. So, einmal kurz abschütteln. Und das ist der Treber hier. Den kann man gleich rausnehmen. Ich rühre den mal um für euch, damit ihr seht, wie es aussieht. Jetzt kann der Hopfen dazukommen. Ganz genau hier, Willamette, Komet und Smaragdomat 3000. Ab in den Topf damit. Aber erstmal so ein bisschen rausheben hier. So. Zack. Start das Hopfenkochen. Die Temperatur geht wieder hoch, Freunde. Da blubbert es auch schon schön. Und dann, Boys and Girls, Deckel erstmal zu. Und 30 Minuten später können wir den Hopfen jetzt endlich oben reinfüllen. So, 30 Minuten bis zur zweiten Hopfenfüllung. Oh, 30 Minuten später. Bei Kochende die dritte. Hinterher feuern. Und abgeschlossen. Vorsicht, ist hot. So, Gartenschlauch dran. Wasserhahn. Wie praktisch. Alles verkabeln hier. Wir kühlen das Ganze auf 25 Grad runter hier. Whirlpool per Hand quasi. Man muss ein bisschen umrühren dabei. Und das Wasser kühlt es von außen ab, wie ihr seht.
So, ich nehme noch ein Bierchen. Zack. Circa 25 Grad später können wir hier schon ein bisschen was abfüllen hier. So, Stammwürze messen. Oh, der Alkoholgewert, ja, Maximum. Genauso wie ich es mag. So, füllen wir hier noch ein bisschen was ab. Jetzt kommt die Hefe da rein. So, ein Tütchen. Zack, um mal 3000. Umgerührt das ganze Piränchen hier und das Spielchen geht weiter. Fass nehmen. So, Schlauch dran. Füllen wir mal alles in Fass ab hier. So, da läuft's. Ah, hier ist schon alles leer hier. Seht das? Jetzt tut unsere Hefemischung hier dazu. Rein ins Fässchen. Rühren wir noch ein bisschen klein hier. Ne? Das verteilt sich dann schon. Deckel zu. Oben ist so ein Druckminderer drauf, ne? Und jetzt nehmen wir das ganze Fass und 6 Tage im Gärfass, dann abfüllen, 2 Tage bei Raumtemperatur reifen lassen, dann 3 bis 4 Wochen und dann sieht das Ding so aus. Boah, Weizen testen, ne? Selbst gebaut, muss man rein in den Hals. Zünden. Ja! Zündung! So, ab ins Glas damit. Ach, nicht so gierig. Ja, das gibt eine schöne Schaumkrone. Naturdunkles, trübes Weizen. Dem Braumeister gezischt. Das zischt gut durch. Ein ordentlicher Zischer. Bleibt im Büscher. Ganz genau. Zischomat 3000. Weizen zündet. Na, da schütte ich mir noch mal nach. Das Glas im Nach. Rein damit. Oh, eine schöne Farbe hat es. Und dann kann man es sich genehmigen. Prostomat 3000. Ja, Freunde, heute mal was Vegetarisches zwischen die Kiemenmauern, was? Ja, Boys and Girls, lasst den Daumen nach oben brennen. Kleiner Ausflug ins Brauleben. Bis bald, Freunde. Am Wochenende gibt's wieder Fleisch.